Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Die Mandy ist mit dabei. Hallo! Und die Welschponys sind heute angekommen. Leider direkt zu Beginn eine herbe Enttäuschung. Erstmal braucht ihr den freundlichen Ruf, den könnt ihr heute nur dann erreichen, wenn ihr einmal übernachtet habt in der Questreihe, andernfalls erst frühestens morgen. Sie stehen beim Einsiedler, kosten 790 Starcoins, soweit so gut. Aber, sie dickes sind, aber. Ja, dickes aber. Anders als erwartet und als man in den Videos vermutet hat, sind sie nicht normal schnell, sie haben nur Ponygeschwindigkeit. Yep. Daumen nach unten. Mhm, für 790 Starcoins ist das wirklich happig, weil es gibt ein Pferd in Valday, ein Pony, was um die 750 Starcoins kostet. Das ist auch verdammt teuer. Der Buckskin. Aber, Ich finde es einfach recht krass, auch es haben ja manche schon gesagt, was wollt ihr? Sie haben noch neue Animationen und den neuen Grafikstil, aber früher die Jorvikschen Ponys und die Jorvikschen Warmblüter hatten ja auch dasselbe Aussehen. Also hatten ja auch dieselben Animationen und da waren die Ponys auch günstiger. Und es kostet jetzt einfach mal genauso viel wie der Morgan, der einfach eins der schnellsten Pferde überhaupt ist. Und ja. Das finde ich dann einfach schon recht krass. Ich glaube, ich muss hier mal gerade was schreiben. Das ist halt auch eine absolute, also wir haben schon darüber gesprochen, dass das eigentlich eine Abzocke ist, weil man war dazu verpflichtet, einmal zu übernachten, weil die haben wahrscheinlich, es klingt jetzt böse, aber wir müssen ja damit davon ausgehen, dass der Konzern natürlich, Star Stable will natürlich Einnahmen machen, dass die böswillig darauf plädiert haben, dass wir uns verrückt machen, dass wir einmal übernachten müssen, weil wir einen gewissen Ruf brauchen, um die Pferde kaufen zu müssen. Was ja auch der Fall ist. Ich weiß gar nicht, übernachten kostet wie viel? 75 Starcoins. 75 Starcoins, damit man das Pferd heute kaufen kann und nicht schon, also nicht erst morgen. Und was noch viel bitterer war, was wir auch bemängelt haben, was echt uncool ist, ist, dass sie letzte Woche einen Trailer über die Pferde reingebracht haben. Und da sahen die gleich schnell aus wie die anderen Pferde. Genau. Und die ganz normalen Pferde sahen die aus. Ich blende jetzt gerade auch noch mal ein Bild ein aus der letzten Folge, wo Mandy und ich zusammen die Insel erkundet haben, wo ich mit meinem Quarter, mit meinem Level 14er Quarter mit der Herde mitreite im vollen Galopp und da war es gleich schnell. Ja. Und jetzt kommt natürlich noch mal die Abzocke, sie hauen noch mal direkt ein Doppel-Star-Coins-Wochenende rein. Ich meine, ja, wir freuen uns über Doppel-Star-Coins-Wochenende, aber wir haben alle nicht damit gerechnet, dass die Pferde langsamer sind als die normalen Pferde, dass sie eine Ponygeschwindigkeit haben. Das ist eine ganz große Abzocke an für sich. Muss man wirklich so sagen. Ich bin, als ich den Kommentar gelesen habe, das ist ja nicht mal in der Show erwähnt worden, das stand irgendwo unter Pferder lief in einem Kommentar drin, war ich doch, ich war geschockt und ich war sehr enttäuscht. Ich habe mir erstmal gedacht, okay, vielleicht saß da ein Praktikant und hat gedacht, oh, Pony, die werden wohl langsam sein. Aber dann stand es jetzt eben auch auf den News drauf, auf der Seite. Und ja, es ist halt auch traurig, dass sie in der Star Stable Show nichts von dem freundlichen Ruf erwähnt haben. Ja. Dafür möchte ich mich übrigens auch entschuldigen an dieser Stelle, weil ich vorhin einmal eine Aussage gemacht habe, dass man keinen Ruf dafür braucht. Das tut mir wirklich leid, aber in der Star Stable Show wurde da nicht eine Silbe drüber verloren. Und da wird auch nur gesagt, ja, man kann es ab Level 1 kaufen, und aber auf die Insel kommt man ja erst mit Level 7. Muss man ja auch erstmal mitdenken. Und man muss Star Rider auf jeden Fall sein. Und es wurde auch in der Star Stable Show nicht gesagt, dass die so lange sind wie Ponys. Ich meine, wofür machen sie die Show dann? Ja, das frage ich mich auch. Also entweder sagt man gar nichts oder man haut direkt alle Infos auf den Tisch, würde ich einfach mal so sagen. Ja. Aber ich würde sagen, wir reiten einfach mal los. Mhm. Dann gucken sie uns mal an. Süß sind sie ja. Und das macht es irgendwie gerade noch mal trauriger, weil sie einfach so unglaublich knuffig sind. Ja. Und ich hatte eigentlich wirklich mit dem Gedanken gespielt, mir über kurz oder lang alle zu kaufen. Aber wenn sie jetzt wirklich so lahm sind, dann muss ich mir das noch mal mehr als nur überlegen. Mhm. Ich habe jetzt leider auch nicht den Ruf. Das heißt, ich habe hier noch keinen Kaufbutton. Ich kann mir den noch nicht angucken. Aber die Kadi kann uns den Text wunderbar vorlesen. Ich lese das mal vor. Dankeschön. Okay. Das Welsh Pony ist übrigens Sektion C, die sie hier ins Spiel gebracht haben. Dazu gleich noch ein paar Infos, wenn sie sowieso schon drin stehen. Es kommt mit Stärke 0, Disziplin 0, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 1 und Agilität 0. Relativ wenig an Werten.
Ich weiß es nicht, wie ist es bei den anderen Ponys? Das kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. So, die wilden Pferde, welche sich auf Südhof befinden, sind Welsh Ponys, die schon seit Hunderten von Jahren frei auf der steinigen Halbinsel leben. Das Welsh Pony ist eine kleine, strapazierfähige und robuste Pferderasse, die in vielen verschiedenen Fellzeichnungen vorkommt, mit Ausnahme gescheckter Muster. Welsh Ponys haben ein ruhiges Gemüt, welches sehr von Erwachsenen und Kindern geschätzt wird. Trotz ihrer Größe sind sie mutig, aktiv und sogar sehr gut im Springen. Das Welsh Pony ist eine Pferderasse, mit der sehr gerne gearbeitet wird und es gibt nur wenige Bereiche, in denen es nicht als außergewöhnliche Pferderasse genutzt werden kann. Es wird gesagt, dass die Winterwell-Familie dafür verantwortlich gewesen ist, das Welsh Pony Ende des 18. Jahrhunderts nach Jorvik gebracht zu haben. Zu dieser Zeit waren Südhof und der Strand außerhalb von New Hillcrest noch miteinander verbunden. Aber nach einer massiven Explosion, auch unter dem Namen der Große Donner bekannt, wurde der Weg nach Südhof zerstört, sodass die Pferde, die dort lebten, von der Familie Winterwell getrennt wurden. Die Pferde sind daraufhin rasch in Vergessenheit geraten und bauten sich ihr eigenes Leben in der dort herrschenden Kälte und der rauen Landschaft der Südhofhalbinsel auf. Achtung, vergesst nicht, dass ein Pony nicht schneller als andere Pferde ist. Ja. Das klingt komisch. Vergisst nicht, dass ein Pferd, dass ein Pony nicht schneller als andere Pferde ist. Es soll ja auch nicht schneller sein. Es wäre toll, wenn es gleich schnell wäre. Das würde Ja, ich will kein Speed-Pony. Ich will einfach nur ein normal schnelles Pony. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte auf meinen schlauen Zettel hier. Wie gesagt, Welsh Sektion C soll das hier sein. Es gibt ja vier Sektionen. Es gibt das Welsh A, was bis 1,22 Meter geht. Es gibt das Welsh B bis 1,38 Meter. Und dann gibt es eben das C bis 1,37 Meter. Und das ist im Kopftyp. Das heißt, es ist ein bisschen stämmiger. Der Kötenbang, also unten der Fesselbehang, ist erwünscht. Und dann gäbe es noch Welsh D ab 1,37 Meter, meistens 1,45 bis 1,55 sogar groß. Das ist dann der Welsh Cob, der ist aber noch mal kräftiger. Also der sieht, ja, der geht schon fast ein bisschen mehr in Richtung Kaltblüter vom Körperbau her. Echt? Ja, ich habe, also der sieht tatsächlich viel ganz, ganz anders aus. Also viel kräftiger, massiger, wie so ein richtiges Arbeitspferd. Ja, hier haben wir einmal das Braune, was reingekommen ist. Dann ist reingekommen der Rappe. Und ich finde es so traurig. Die sind so süß. Die sind einfach nur so knuffig. Dann haben wir hinten noch den Palomino. Den kann Ich man auch schon, schon erwärmen, genau. genau, den habe ich schon gehört und auch schon gelesen, dass viele von euch absolute Fans von dem Palomino sind. Wie vorhin schon erwähnt, 790 Starcoins kostet jedes einzelne der Ponys. Die Adoptionsgebühr kommt dem guten Zweck zugute. Naja. Sagte der Einsiedler. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde das Braune nehmen, weil das finde ich einfach total süß. Es wird ein Stütchen bei mir werden. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Namen sind. Ich glaube, Classy war neu, dann ist das ja ganz unten. Ganz unten. Außer sie haben das mal endlich sortiert. Leider nicht. Ja. So, das ist nämlich Classy Girl, das elegante Mädchen, könnte man das übersetzen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd! Yay! So, ich werde mich jetzt gleich direkt abholen lassen und ein schönes Outfit aussuchen. Und dann haben wir nämlich schon gesagt, wir haben uns noch was einfallen lassen. Ich werde diesmal zum Friseur in Vale gehen und dann auch da die Gangarten präsentieren. Und die Mandy wird dann mit einem normalen alten Pony dazukommen, dass man so ein bisschen die Vergleiche ziehen kann auch. Genau. Dass wir sehen, wie schnell die wirklich sind und ja, gucken wir einfach mal, ne? Ich stelle mich jetzt gerade nochmal mit einem Isländer daneben. Okay, die Isländer sind doch deutlich kräftiger. Das fällt hier ganz klar nochmal auf. Aber die Ich sind nicht bin. wesentlich größer. Nee, eine halbe Handbreit vielleicht. So, Aber das schmaler jetzt. sind sie auch als Ja, die Isis. zierlicher sind sie, definitiv. Ach, die sind schon. Ach Mann. Halt wirklich schade. Ja, ist wirklich richtig, ja, ich will nicht sagen traurig, aber. So, jetzt Es muss ist ich erst mal schauen. enttäuschend. Ja, enttäuschend, das ist das richtige Wort. Das ist wirklich.
Man hat sich halt ganz andere Sachen darunter vorgestellt und erhofft. Erhofft, ja. Ja. So. Bin jetzt mal gleich gespannt im Größenvergleich zum Pony, zum ganz normalen. Gut, ich habe jetzt einen Assateague-Pony. Das sind ja auch die Ponys, die letztes Jahr im Sommer dazugekommen sind. Sind die im Sommer gekommen? Ja, ich glaube, Frühsommer war Ja, ich das. glaube auch so im Mai, April, irgendwie so auch um den Dreh. So, dann kriegt jetzt wenigstens die Ponyschleife dran. Achtung, Pony incoming. Ja. So, ich habe mir schon für ein Outfit entschieden, was richtig süß aussieht. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt auf den Weg nach Vale Dale, mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich beim Friseur wieder und will mir die Gangarten zeigen. Bis gleich! Bis gleich. So, beim Friseur angekommen, nach Stunden. Gefühlt. Gefühlt. Gucken wir uns jetzt natürlich auch hier mal noch die Mähnen an. Es hat eine, ja, die Standardmähne vom Welsh Pony ist definitiv nochmal neu von der Form, ein relativ voller Schweif. So eine mittellange Mähne, der Schopf, den finde ich sehr schön, muss ich sagen. Der ist knuffig. Der so schön seitlich fällt. Die kurze Mähne, nein. Nein. Das sieht aus, als ob das Pferd irgendwie jeden Tag sich von McDonald's ernähren würde. Was? Der Schweif ist schön, aber der Hals wirkt dadurch ultra fett. Zumindest bei der Farbe hier. Okay. Das finde ich hier gar nicht schön. Also der Schweif sehr schön, ist auch richtig schön die Textur drin, das muss ich sagen. Aber die Mähne, nee, nicht so. Nicht so. Die Zöpfchen, da sieht es natürlich auch aus, als ob es einen ultra fetten Hals hätte. Aber es sieht so ein bisschen, es sieht halt echt aus wie so ein Dressurpony. Das steht ihm sehr gut, muss ich sagen, die Zöpfchen. Also, das dürfte dir gefallen, Mandy. Yay! Yay! Also die Zöpfchen sind wirklich süß, das muss ich sagen. Auch hier ist der Schweif schön strukturiert, alles wunderbar, wie es sein soll, wie man es sich erhofft. Kommen wir jetzt hier zur Standardmähne von dem ganz alten Jorvikschen Warmblut. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich bislang bei jeder Mähne, abgesehen von der Standard Welsh Mähne und den Zöpfchen, die Textur komisch finde. Im Schweif nicht, aber in der Mähne als solche. Inwiefern fehlen da ein paar Pixel oder? Das sieht aus, als ob die nicht richtig fallen würde, als ob die an ein paar Stellen so ein bisschen verknotet wäre, so ein bisschen wie verfilzt. Der Schweif ist wirklich schön, muss ich sagen. Der hat tatsächlich in den anderen Frisuren noch mehr Struktur als in der Standardmähne, mit der das Welsh kommt. Ja. Aber, okay, jetzt die Wildpferdemähne noch zum Schluss. Auch die sieht irgendwie an den Enden über der Schulter merkwürdig aus. Als ob die Textur da irgendwie nicht zu Ende gemacht worden wäre. Also schnell fertig machen und wir geben uns keine großartige Mühe mehr. Ja, irgendwie sieht das so ein bisschen. Ich weiß nicht. Der Schweif. Oh nee, der Schweif ist total verwaschen. Also die Mähne, die ist komplett durchgefallen bei mir, die geht gar nicht. Dein Hart. Ja, ich muss wirklich sagen, mir gefällt die Standardmähne gefällt mir gut. Und die Zöpfchen, die gefallen mir auch sehr gut. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich vielleicht mal Zöpfchen mache. Zöpfchen, Zöpfchen, Zöpfchen. Ich lese jetzt schon in die, oder ich kann mir jetzt schon die Ich Kommentare lasse vorstellen. Ja, gerne Zöpfchen. lass es erstmal bei der normalen Mähne. Ich bin da nämlich mal total unentschlossen. Der Kopf sieht halt ultra süß aus mit den Zöpfchen, aber. Ah, schwierig. Nee, ich lasse erstmal. Ich glaube, ich lasse erstmal die kurze Mähne. Also die mittlere Mähne. Okay, so viel zum Friseur. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wollen wir uns die Gangarten mal anschauen oben beim Druidentrainingplatz, haben wir uns Ja, überlegt. Könnte man das doch mal schön machen. genau. Ist mal eine Abwechslung. So in Wir der können hier Viertelstunde. direkt testen, wie schnell Stimmt. das Pony. Gib mal Vollgas. Ich Okay, versuche mitzuhalten. ich gebe Vollgas. Also wir müssen jetzt bedenken, mein Pony ist Level 15 und hat Champi-Ausrüstung drauf. Ich weiß nicht, bist du Champi geeignet gerade? Bis auf die Hose, ja. Okay, gut, bis auf die Hose. Aber mein Pferd ist, also mein Pony hat ein gelbes Smiley. Also es sieht so aus, als wäre es wirklich nicht schneller als ein Pony. Leider gar nicht. Ups. Es ist natürlich das schönere Pony.
Es ist einfach viel schöner, ne? Es hat tolle neue Bewegungen, es dreht die Augen, eine neue Kopfdrehbewegung. Die Fesseln sind sehr schön gemacht von diesen Ponys. Das muss ich auch wirklich sagen. Also optisch sind sie wirklich ein absoluter Hingucker. Deswegen bin ich auch wirklich so enttäuscht, dass sie nur so langsam sind. Aber mir ist eben schon was aufgefallen im Hingaloppieren. Das will ich euch gleich mal zeigen. Weil das ist für mich ein ziemlich, ja, das ist einfach, das geht eigentlich gar nicht. So, ach, du bist gesprungen. Ich bin gesprungen, ja, ich habe nicht den Baum geknutscht da hinten, nein. Okay, so, ich werde als erstes mal den Schritt zeigen, den ich sehr, sehr gut gelungen finde. Ich sitze so ein kleines bisschen mit dem Kopf mit, ich kreise mal hier so ein bisschen vor dir. Das ist sehr lieb von dir, danke schön. Aber ansonsten... Aber es ist edel. Ja. Der nimmt die Beine schön hoch. Ja, das gefällt mir auch gut. Auch die Hinterbeine, die sind nicht so, dass sie so nachschlurfen. Mhm. Also der Schritt ist sehr schön, muss ich wirklich sagen. Gehe ich mal in den Trab, so. Oh, wie die englische Vollblüte. Wie die englische Vollblüte. Zucker. Zucker. Unheimlich gut gelungen. Ich liebe es. Er setzt wirklich die Hufe, setzt sie richtig schön... edel, richtig elegant. Die Kopfhaltung ist toll. Also das muss ich wirklich sagen. Ich gehe mal den Arbeitsgalopp. Auch der ist richtig gut gelungen. Aber da zeigt sich das jetzt schon, was ich eben meinte. Ich finde, es sieht extrem merkwürdig aus, wie sich der Bauch hinten vor der Flanke nach unten streckt. Das sieht aus so ein bisschen, als ob der da Schwimmhäute hätte, die sich mit Strecken der Beine ausklappen. Das finde ich ganz grässlich. Das ist wirklich gar nicht schön. Ich werde dann noch ein bisschen schneller. Ich finde, da fällt das dann noch mehr auf. Nicht, also der Galopp, die Beinfolge, ja, ist schön. Jetzt reite ich hier einmal durch dich durch. Kein Problem, alles gut. Aber ansonsten, so, noch einmal den Renngalopp und da fällt es ganz krass auf. Besonders an der linken Seite. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, auf der rechten Seite sieht man das von der linken Seite. Also bei mir fällt das jetzt gerade nicht so auf, weil ich nicht so drauf sitze. Man erkennt das auch nicht so richtig gut mit dem Bauch irgendwie gerade bei mir, finde ich. Aber was ich einfach an diesem Jagdgalopp so schlimm finde, ist, dass der Kopf so hochgerissen wird. Ich finde, es ist eine sehr unnatürliche Haltung. Ich finde es irgendwie süß, aber dass im Maul immer das Maul so aufmacht. Aber es ist natürlich eine sehr unnatürliche Haltung. Aber ich finde, irgendwie im Galopp erinnert es mich mehr an Basset. Also ihr wisst, die Hushpuppies, die mit den ultralangen Ohren, dem ultralangen Rücken und dem Bauch, der fast über den Boden schleift. Je nach Körperumfang vom Hund kann der auch über den Boden schleifen. Ich finde, daran erinnert es mich irgendwie ziemlich krass. Oder an Hängebauchschwein, sorry. Hängebauchschwein. Oh ich finde, dieser Fleischlappen, sorry, dass ich das so ausdrücke, aber der macht das irgendwie ziemlich kaputt für mich, den Galopp. Das sieht ganz, ganz komisch aus, wenn das Pferd hinten auf einmal breiter wird als vorne. Wie sieht denn die Sprunganimation aus, Kari? Die Sprunganimation? Ich springe am besten mal wieder vor dir her. So, die von dir, danke schön. Das ist die Sprunganimation. Hoch, der geht aber hoch. Ja, der geht. Das ist ein Mächtigkeitspony. Hab ich nicht gerechnet. Also, es ist auf jeden Fall ein Flummi. Die Sprunganimation ist gut gelungen, wie ich finde. Da kann man eigentlich nichts dran aufsetzen. Nein, kann man nicht. Was haben wir sonst noch? Genau, wir haben noch das Steigen. Das ist auch genau dasselbe wie beim englischen Vollblut. So halb, dass man, ich weiß nicht, den drückt den Rücken auch ziemlich durch, oder? Ja, ziemlich nach unten. Rücken krümm und Bauch raus. Ja. Okay, und dann mal noch das Stoppen, das Anhalten. Das sieht so aus. Auch im Endeffekt genauso wie beim englischen Vollblut. Also da sind viele Parallelen zu erkennen. Ich weiß es nicht, ob es 100% dieselben sind. Ich meine, der Schritt wäre, vielleicht sieht er auch noch anders aus beim Pony, weil das gedrungener ist. Also mir gefällt der Schritt richtig gut, der Trab richtig gut, der Arbeitsgalopp, auch der hier nicht der Jagdgalopp, sondern der, wie nennst du das? Der vierte Gangart? Ich nenne es immer leichten Galopp. Der leichte Galopp, genau. Der leichte Galopp sieht auch sehr schön aus. Wie ist der Rückwärtsgang eigentlich? Das sieht so aus.
Er dreht den Kopf so süß nach hinten. Ja, doch, das ist süß. Oh, der Schweif ist total schön, wie der so nach links und rechts. Ja. Das ist sehr schön. Das finde ich also auch wirklich gut gelungen. Take that as for me. So, ich steige mal ab. Dann können wir mal gucken, wie der döst. Vielleicht fängt er ja auch an zu fressen. Ja, er fängt an zu fressen. Sieht nicht ganz so schlimm aus wie bei anderen Rassen, teilweise schon gesehen. Aber wenn er den Kopf dreht, dann hängen komplett die Zügel leider wieder durchs Pferd durch. Hm. Leider. Aber der hat auch so ist er gerade. Der hat so einen Blick auch so, nee, kein Bock auf gar nichts. Ist bei mir döst sie jetzt gerade, er hat gedöst und dann machen sie auch die Augen zu. Das ist bei den Welsh Ponys neu, das macht sonst keins. Mhm. Dass sie wirklich so komplett, jetzt sieht man es hier gerade mal richtig gut, die Augen so richtig so schnarch. Finde ich auch total knuffig. Du sollst jetzt natürlich nicht vergessen, jeder kriegt das anders angezeigt. Ne? Also, ja, das stimmt. So, und die Führanimation auch noch. Die finde ich gut. Schön. Finde ich gut gelungen, die Kopfhaltung ist schön. Da gibt es nichts zu meckern, der Shop wippt schön mit. Also das ist, ja, also da kann man nicht großartig was zu sagen, die ist wirklich top geworden. Also ich finde von vorne alle Gangarten wunderschön. Also außer der Jagdgalopp, ich finde dieses Kopfhochreißen einfach so schlimm. Warte, bis du selber drauf sitzt und den Bauch siehst. Okay. Dann gefällt dir der Galopp nicht mehr. Okay. Bedenkt bitte auch, in diesem Video zeigen wir hier nicht, ja, das Pferd ist irgendwie blöd, sondern wir zeigen euch einfach nur realistisch, was ist gut und was ist aber auch schlecht an dieser Rasse, weil es geht hier um 790 Starcoins. Darauf wartet man als Starrider 8 Wochen, wenn man sich keine Starcoins kauft. Das stimmt. Also muss man immer überlegen. Und man kann es dann halt wirklich nur im Pony-Championat nutzen. Für jedes andere Championat ist es komplett ungeeignet. Leider. Also es ist eigentlich wunderschön. Wirklich. Ja. Wirklich, wirklich ein absoluter Traum, muss ich sagen. Deswegen bin ich so enttäuscht, dass sie eben so langsam sind. Ansonsten, wie gesagt, hätte ich mir wahrscheinlich mehr geholt. Vielleicht hole ich mir nochmal eins in die neuen Farben kommen, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Normalerweise mache ich das ja immer. Bei einem Pony, muss ich sagen, muss ich es mir echt überlegen. Ja. Ich glaube, ansonsten habe ich jetzt alles gezeigt. Sollen wir noch einmal ohne Rüstung hier geradeaus rennen? Das können wir machen. Ich ziehe mal alles. Ich ziehe mal Hufeisen und alles aus. Ich ziehe mal noch meine Champi-Hose an. Genau, ich bin Champi geeignet. Ich habe 43 Reiten. Kriegst du das hin? Ja, 43 Reiten habe ich auch. Und ansonsten ist jetzt auf meinem Pony 1 Stärke, 1 Disziplin. Hä? Woher kommt das denn jetzt? Und 2 Ausdauer. Wir kriegen, wenn man kauft, allgemein kriegen die nochmal ein Zusatz. Ach so, das wusste ich gar nicht. Bei allen Pferderassen. Ja, doch. Ah, okay. Siehst du, darauf habe ich noch nie geachtet. Ja, mir ist das auch erst irgendwie letztes Jahr aufgefallen, irgendwann im Herbst. Ja, okay. Also ich habe jetzt natürlich überall 17, außer auf Ausdauer, da habe ich 18. Pony ist 15, aber es hat einen gelben Smiley. Es ist jetzt schwer zu vergleichen, aber durch den gelben Smiley ist das natürlich schon mal mehr gedrosselt wieder, ne? Ja. Gucken wir einfach mal. Okay. Dann 3, 2, 1 und los. Ja, also sie aber sind. Ich finde jetzt nicht, dass es ein riesengroßer Unterschied ist. Also wenn dein Pony jetzt 15 wäre, mag jetzt sogar nicht weit aus dem Fenster liegen, überhaupt, dass sie sogar schneller sind. Ich habe auch den Eindruck, dass es, okay, du hast den gelben Smiley, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein gelber Smiley auf einen grünen Smiley so viel Unterschied ausmacht, dass es 15 Level kompensiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir gerade auch nicht vorstellen. Du saßt, also klar, ich war vor dir, aber das waren jetzt keine 10 Ponylängen. Das waren nee, jetzt, also es sah bei mir sah annähernd gleich aus. Ja. Testen wir es noch einmal aus. Okay. Okay. Ist, glaube ich, ein bisschen schief. Oder stehe ich schief? Ich stelle mich so wie du. So, okay. Dann 3, 2, 1 und los. Das ist jetzt eine Ponylänge bei mir. Also wenn überhaupt, waren das jetzt 2 Ponylängen bei mir. Bei mir sah es die ganze Zeit so aus, als ob ich vorne wäre. Ja, das ist halt wieder der... Echt? Bei dir war ich...
Bei mir war ich vorne. Du warst echt vorne. Zum Schluss war ich eine halbe Ponylänge vorne ungefähr. Okay, also bei mir sah es Das so ist. aus, als wäre ich wirklich 2 Ponylängen vor Kali. Aber Level 1 mit grünem Smiley, Level 15 mit einem gelben Smiley ist jetzt nicht. Das ist nicht gerechtfertigt. Wir Sind die müssen Ponys das. schneller? Das ist jetzt die Frage. Das müssen wir unbedingt nochmal austesten, wenn unsere Welsh-Ponys Level 15 erreicht haben. Dann krallen wir uns mal Fabi oder sowas mit seinem Crazy Dancer. Dann können wir das mal vergleichen. Und ja, ich würde mich dann jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Schneide, wie ihr es schon kennt, im Anschluss noch ein paar Szenen dran. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Oder schreibt es uns, was haltet ihr von den Ponys? Findet ihr 97 Starcoins fürs bloße Aussehen gerecht oder sagt ihr nee, wenn sie langsamer sind, dann bitte auch weniger Starcoins. Ich bin gespannt auf eure Meinung und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!